die letzten beiden Jahre war Kiel immer sehr, sehr agil, sehr variabel, hat viel, ich sag mal, versucht, das Spiel in die Hand zu nehmen. Jetzt glaube ich, wird es wahrscheinlich eine Mischung werden. Ich glaube, wir werden den Gegner so erwarten, dass er sowohl uns mal den Ball überlässt, als auch ein gutes und aggressives Gegenpressing spielen wird. Und ja, ich glaube, auswärts ja, vielleicht uns erstmal dann ein Stück weit kommen lässt, vielleicht ähnlich wie Fürth es gemacht hat und auch wie wir es in den beiden Auswärtsspielen bisher gemacht haben. Ja, nichtsdestotrotz sind wir auch darauf eingestellt, dass, falls die Kieler uns von Beginn an hochpressen, dass wir da Lösungen haben. Kommen wir nochmal zu Kiel, auch wenn du da noch nicht dabei sein wirst. Was ist das für eine Mannschaft? Worauf müssen sich deine Mitspieler da einstellen? Ja, wird ein schweres Spiel wie jedes andere, auch in der zweiten Liga. Aber ich denke, dass wir jetzt mal dran sind, die Punkte zu holen. Wir spielen zu Hause. Ich glaube, die Jungs sind heiß, die brennen da drauf. Jetzt einfach die letzten Wochen auch ein Stück weit vergessen zu machen. Auch wenn jetzt nicht alles schlecht war, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber Kiel ist ein guter Gegner, haben zwar auch einen kleinen Umbruch hinter sich. Aber ich denke, ja, es wird ein Spiel, wo wir einfach Vollgas geben müssen. Wir spielen zu Hause und ja, dann glaube ich, dass wir die 3 Punkte auch hier behalten.